Nach dem Gameplay-Event letzte Woche in Los Angeles haben viele Leute gesagt, ja, DMC ist ja gar nicht fordernd, das ist nicht Hardcore. Was ist denn überhaupt der Sinn zu extracten? Wo ist die Langzeit, Wiederspielbarkeit und so weiter und so fort? Wir haben jetzt nochmal das Gameplay ganz genau analysiert, haben viele Sachen entdeckt, die wir auf den ersten Blick nicht gesehen haben. Wir haben das Q&A durchforstet von Landmark, der nochmal 231 Fragen beantwortet hat. Und heute Nacht kam noch ein Schreiben raus von Infinity Ward, ein Upgrade zum DMC-Release. Und wir kommen zum Schluss, holy shit, DMC ist Hardcore. Aber wo ist denn der Hardcore-Faktor jetzt im DMC-Modus? Dazu schauen wir uns jetzt nochmal das Loadout-System an. Und zwar haben wir die Möglichkeiten, eine Primärwaffe mitzunehmen, eine Sekundärwaffe. Und wir sehen diese beiden Waffen hier in dem Fall rot markiert, weil das Kontrabandwaffen sind. Also Waffen, die aus dem Raid mitgenommen wurden und damit als Kontraband markiert sind. Man hat in Stash 20 Slots frei für diese Kontrabandwaffen. Und das sind sozusagen minderwertige Waffen, irgendwelche einfachen Waffen mit ein paar Aufsätzen oder gar keinen Aufsätzen, wenig Munition und so weiter und so fort. Also das sind sozusagen Waffensysteme, die man sozusagen, ja, spielt, weil man sie spielen muss. Auch wenn vielleicht hier und da mal eine ganz gute Version dabei ist. Das Hauptloadout scheint jetzt zu sein hier oben. Und zwar ist hier die Versicherung für die Waffen angegeben. Und wir sehen hier den ersten Slot. Da können wir eine Waffe auswählen, wenn wir hier draufklicken. Kriegen wir die Möglichkeit, eine Waffe aus unserem Repertoire auszuwählen und die frei nach unserem Gutdünken zu modden. Also, wenn ihr zum Beispiel den Multiplayer-Modus habt, den Modern Warfare 2-Modus, dann könnt ihr hier eine Waffe spielen, die ihr zum Beispiel gemaxt habt, alle Aufsätze drauf machen, eure Traumvariante bauen und mit dieser tollen Waffe dann in den DMC-Modus gehen. Jetzt kommen wir zum springenden Punkt und ihr merkt auch, wir labern hier nicht lange rum, weil das ist jetzt schon entscheidend. Und zwar ist folgendes, wenn ihr sterbt, dann verliert ihr diese Waffe erstmal, beziehungsweise könnt ihr sie spielen, wieder spielen, nachdem ein gewisser Cooldown vorbei ist. Das heißt, es kommt hier der Faktor Zeit ins Spiel und der Cooldown beträgt sage und schreibe 600 Minuten, also 10 Stunden. So, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Die Waffe ist für 10 Stunden gesperrt. Jetzt stellt euch mal vor, nur mal eine Vorstellung für die anderen Extraction-Loot-Shooter. Ihr würdet in Escape from Tarkov beispielsweise mit einer M4, einer Slake und eurer Ausrüstung und so weiter reingehen. Und das Spiel sagt euch, ja, wenn ihr sterbt, könnt ihr diese Waffe aber nicht mehr kaufen. Es gibt keine Kaufmöglichkeit, keinen Händler, keinen Trade. Ihr habt einfach nur den Faktor Zeit. Wenn ihr sterbt, kriegt ihr in 10 Stunden, von mir aus kostenlos, wieder die M4, wieder die Slake und wieder den Rucksack. Aber bis dahin müsst ihr Scav-Waffen spielen. Genau dieselbe Vorstellung bitte einmal für Marauders oder für Psychic Frontier. Und ihr merkt schon, worauf das Ganze hinaus soll. Momentan ist es nämlich so, dass in anderen Extraction-Loot-Shootern das Geld eine entscheidende Rolle spielt, also die Währung, das Währungssystem und das ökonomische System damit auch verbunden. Denn je mehr Geld man hat, desto verlustfreier ist sozusagen der Tod, weil man sich das Equipment, was man hat, sofort wieder kaufen kann. Sei es durch Händler oder durch den Flea-Market oder wie auch immer. Man kommt jedenfalls sehr, sehr leicht an das Equipment wieder ran und kann sozusagen wieder full-geared, full-modded wieder in eine Runde reingehen und hat dann vielleicht mehr Glück, lebendig aus einer Runde reinzukommen. Das Risiko sozusagen, es tut weh zu sterben, gar keine Frage, aber sagen wir mal, das Risiko des erneuten Loadouts ist relativ gering, weil man ein recht großes Volumen an Geldmitteln und an Waffensystemen aufbauen kann. Jetzt fällt dieser Teil im DMC-Modus komplett weg. Es wird uns weggerissen. Wir haben keine Möglichkeiten, im Menü Waffen zu kaufen und wir haben auch kein Handelssystem in dem Sinne, dass wir Geld ausgeben können für irgendwas. Es gibt nichts. Es gibt nur den Faktor Zeit und dieser bestimmt eben diesen Cooldown. Und das Spiel sagt uns, ja, warte einfach 10 Stunden und dann kannst du wieder mit deiner Lieblings-Loadout-Waffe in die Runde reingehen, was ziemlich krass ist. Zum einen sind wir bereits nach einem Tod gezwungen, mit einer einfachen Waffe weiterzumachen, wenn wir die denn überhaupt haben. Das heißt, die Stash, also die Kontrabandwaffen, sind natürlich begrenzt. Auch nur, wenn wir überleben, kriegen wir Kontrabandwaffen in unseren Stash. Wir kriegen durch einige Missionsbelohnungen ebenfalls Kontrabandwaffen. Aber die sind begrenzt und wir können ganz schwer davon ausgehen, dass wir bereits nach kürzester Zeit keine Kontrabandwaffen mehr haben. Zum anderen ist es so, dass du natürlich, wenn du nur alle 10 Stunden die Möglichkeit hast, an deinen Loadout-Waffe ranzukommen, der Reiz auch so ein bisschen entfällt, zu sagen, okay, ich brauche das Hauptspiel, ich muss mir Modern Warfare 2 kaufen für 70 Euro, um meine Loadout zu haben, um Waffen zu leveln. Das gerät in den Hintergrund mit dem Gedanken, ja gut, ich kann ja eh nur einmal pro Tag eine Waffe spielen, da lohnt es sich doch gar nicht so sehr, das Hauptspiel, eine Waffe zu leveln, die Aufsätze freizuschalten. Es ist ja eh nur für einmal, ich sterbe sowieso sofort. Also es bringt mir gar nicht so viel. Es ist eine sehr, sehr interessante Entscheidung von Activision oder von Infinity Ward, diesen Weg zu gehen, weil sie sich selber damit eine Monetarisierungsoption nehmen, und im Gegenzug einen Wunsch erfüllen der Spieler, nämlich diesen Hardcore-Effekt, diesen Hardcore-Modus mit reinzunehmen, dass das Leben des Spielers nämlich einen höheren Wert hat, dass es doch ein hoher Verlust ist, wenn man stirbt.
Und dass man mit einer gewissen Ehrfurcht und Respekt in eine Runde reingeht, weil man nicht sterben will mit diesem einzigen richtigen Loadout, was man hat. Jetzt haben wir heute im Stream schon einige befürchtet, ja gut, wie ist das denn? Wir haben ja 3 Slots oben angegeben, wir sehen Slot 2 und Slot 3 müssen freigeschaltet werden. Da wird ja sicher ein Pay-to-Win-Faktor reinkommen, vielleicht auch Geld, dass die Cooldowns reduziert werden und so fort. Diese Faktoren sind tatsächlich schon geklärt worden. Und zwar ist das so, dass man durch das Leveln der Fraktionen Slot 2 und Slot 3 freischaltet. Also wir kriegen Slot 2 freigeschaltet, indem alle Fraktionen auf Level 3 gelevelt sind. Und wir kriegen Slot 3 freigeschaltet, indem alle Fraktionen auf Level 5 gelevelt sind. Das bedeutet, Level 5 für alle 3 Fraktionen, dass man 60 Missionen abgeschlossen hat, also praktisch alle Missionen durchhaben muss. So kriegt man den 3. Slot freigeschaltet. Das ist eine meisterliche Aufgabe. Ich denke mal, viele werden versuchen, den 2. Slot freizuschalten. An den 3. ranzukommen, wird schon sehr schwer sein. Was den Cooldown dieses Timers angeht, da haben wir natürlich auch eine Funktion. Und zwar ist das so, dass wir hier die Währung Zeit sozusagen umgewandelt bekommen von anderen Systemen. Und zwar ist das so, wenn ihr in einer Runde lootet, als Beispiel 3 Weinflaschen lootet. Ich kann auch immer gerne dieses Beispiel mit den Weinflaschen. Also ihr lootet 3 Weinflaschen, extracted, kommt erfolgreich raus und dann ist es so, dass dieser Loot, also die 3 Weinflaschen, umgewandelt werden in 2 Punkte, nämlich einmal in XP für euren Player-Progress. Bekommt ihr hier, sagen wir mal, 1000 XP und gleichzeitig diese 3 Weinflaschen, die den Wert von 1000 Dollar haben als Beispiel, werden umgewandelt in eine Zeiteinheit, und zwar in eine Stunde. Das bedeutet, zusätzlich zu diesen 1000 XP für euren Spieler bekommt ihr eine Cooldown-Reduktion auf euren Loadout um eine Stunde. Das heißt, anstatt 10 Stunden müsst ihr nur noch 9 Stunden warten. Und hier kommt ein sehr, sehr interessanter Faktor mit ins Spiel, weil wir bis jetzt immer gesagt haben, außerhalb des Raids gibt es keine Systeme, keine Einheiten. Jetzt gibt es eine, und zwar der Faktor Zeit. Das heißt, in einem Raid wird sich nicht nur Gedanken gemacht, okay, wie viel Geld ist eigentlich so ein Item wert, sondern wie viel Zeit ist es wert. Also habe ich hier eine halbe Stunde, eine Stunde, 1,5 Stunden. Ist ein sehr, 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 sehr interessanter Aspekt, der vielleicht nochmal ein bisschen Komplexität reinbringt und nochmal so ein bisschen dieses Hardcore-Feeling mit reinnimmt. Der krasseste Punkt ist aber einfach, stellt euch wie gesagt vor, wenn ihr nur dieses eine Loadout habt und dann in eine Runde reingeht, wie ihr euch fühlt. Ihr wisst, wenn ihr sterbt, dann war es das für heute. Ihr habt also nur diese eine Chance. Das heißt, ihr werdet viel vorsichtiger spielen, vielleicht langsamer oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein sehr hohes Risiko und die Verlustangst ist höher. Und genau das ist der Hardcore-Effekt, den wir gesucht haben, den wir im ersten Gameplay-Durchgang in diesem Gameplay-Event nicht gesehen haben und der jetzt eindeutig auf dem Tisch liegt, was sehr, sehr krass ist, weil dieser Effekt ziemlich stark ist, ziemlich heftig ist. Also in den anderen Extraction-Looter-Shootern tut der Tod auch sehr weh. Aber du hast immer die Möglichkeit, mit Geld sozusagen den Fehler wieder gut zu machen. Und das entfällt hier. Sie nehmen dir die Möglichkeit, mit Geld, mit sonstigen Dingen wieder ein Loadout freizuschalten. Sie zwingen dich dazu, erfolgreich zu extracten, wieder in diese Hölle-Maschine reinzugehen, um lebendig rauszukommen, um dann den Loot, den Cooldown zu reduzieren. Eine sehr, sehr krasse Mechanik, wo ich extrem gespannt bin, wie sich das im Spiel auswirken wird. Was jetzt das Freischalten dieser Loadout-Slots angeht, da könnte man jetzt aber auch sagen, ja gut, wenn ich jetzt alle 60 Missionen durch habe, ich bin Hardcore-Spieler jeden Tag, 24 Stunden, kein Problem, dann habe ich rucki-zucki die Achievements durch, also die Tierlist, die Tier-Slots freigeschaltet. Was soll ich denn da noch machen im Spiel, dann bin ich ja durch. Es ist so, dass sozusagen die Achievements, also Beispiel, ihr tötet einen Boss in der Runde und ihr bekommt über diesen Boss eine Waffenkiste, die euch eine Belohnung gibt. Dieses Ereignis nennen wir Achievement und es ist so, dass wenn ihr dieses Achievement wiederholt, also beispielsweise den Boss nochmal tötet, dass ihr dann wieder eine Belohnung bekommt. Wieder diese Waffenkiste. Jetzt hat das Spiel den Mechanismus aufgebaut, dass sich sozusagen diese Belohnungen immer weiter verbessert. Das heißt, wenn ihr 10-mal diesen Boss tötet, dann ist die Belohnung entsprechend viel höher, als wenn ihr den das erste Mal tötet. Das heißt, die Belohnungen werden immer größer und größer und somit kann es sein, dass ihr nach dem 30. Mal eine Belohnung bekommt, die ihr unbedingt haben wollt, die sehr, sehr viel wert ist. Und der Entwickler sagt sogar, wenn ihr Achievements von hoher Zahl erreicht habt, dann sehen das die anderen Spieler auch. Das heißt, irgendwie wird das optisch kenntlich gemacht. Das heißt, durch eine Skin oder irgendwie auch immer, wird man sehen können, rein optisch, dass ihr diese Achievements geschafft habt. Und das alleine schon könnte ein sehr, sehr großer Wiederspielwert sein für einige Spieler. Ein großer Anreiz, das Spiel immer weiter zu zocken. Was dann noch dazu kommt, sind die ganzen extra Missionen in den Runden, die man annehmen kann, die ganzen Verträge. Es wird sogenannte Weltevents geben, also große Events, wo man gemeinsam große Ziele erfüllen muss.
Die Entwickler beschreiben das ganze System als ein evolving system, also ein weiterentwickeltes System. Das heißt, sie werden die Events verändern, sie werden die Loot Spots ändern, sie werden Geschichten reinbringen, Aufträge verändern. Das Ganze ist sozusagen immer ein dynamischer Prozess, sodass wir werden ja schon sehr, sehr viel zu tun haben auf der Map. Und diese Mechanik ist dynamisch, das heißt, es wird sich verändern im Laufe der Zeit und es wird immer wieder was Neues geben. Ein weiteres Beispiel für ein kleineres Event ist zum Beispiel die radioaktive Zone, die sich ja vergrößert. Und es gibt jetzt schon beschrieben, dass diese radioaktive Zone einen Sandsturm beinhalten kann. Das heißt, die Radioaktivität fällt weg. Wir haben stattdessen einen Sandsturm. Und jetzt ist die Frage, was ist die Ursache für den Sandsturm? Und der Entwickler sagt, wir wissen nicht, was die Ursache ist, findet es heraus. Und es könnte sein, dass derjenige, der das herausfindet, eine dicke Belohnung bekommt. Also einmal im Auge des Sandsturms herausfinden, was die Ursache ist für das Ganze. Wenn wir dann noch sehen, was im Gameplay alles zu sehen war mit den Aufträgen, mit dieser Verfolgungsjagd mit dem Hubschrauber und dem Boot und so weiter, kann man sich vorstellen, dass uns auf dieser Map so einiges an Überraschungen noch erwarten wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, durch diesen Hardcore-Faktor bin ich persönlich wieder sehr, sehr, sehr erfreut, wieder erfreuter nach dem Gameplay, wieder erfreuter am Mittwoch einzusteigen in das Ganze. Und damit der Hardcore-Effekt mit dem Cooldown nicht so krass wird, gibt es noch eine Funktion, die ich euch erzählen muss. Und zwar ist es so, wenn ihr eure versicherte Load-Off-Waffe in einen Container steckt, den sogenannten Dead-Drop, dann ist das so, dass die Waffe von da aus wieder nach Hause geschickt wird und dann noch einen Cooldown bekommt. Allerdings ist durch das Verstecken der Waffe in dem Dead-Drop dieser Cooldown stark reduziert. Wir wissen noch nicht, wie stark er reduziert wird, weil in dem Gameplay es keiner gemacht hat. Aber diese Mechanik gibt euch die Möglichkeit des Versicherungsbetrugs. Das heißt, eure eigene Waffe legt ihr weg in diesen Dead-Drop, nimmt irgendwelche Waffen von gelegten Spielern, seid wieder voll ausgestattet und habt gleichzeitig wieder eine gut ausgestattete Waffe in eurem Hideout, in eurem Menü. Also ich denke, das hier ist noch eine sehr, sehr wichtige Funktion, die man auf keinen Fall vergessen darf, wenn es am Mittwoch losgeht um 19 Uhr, um nicht super schnell mit leeren Taschen dazustehen. Am Montag, den 14.11. um 19 Uhr geht's los, da könnt ihr das Spiel downloaden. Es scheinen so 120 GB zu sein im Pre-Download. Und am Mittwoch, 16.11. um 19 Uhr, da geht dann das Spiel schlussendlich los. Diese Zeit von Montag bis Mittwoch wird noch sehr, sehr interessant sein, weil die ganzen Data Miners und so weiter, die Daten im tiefsten analysieren, die haben jetzt die ganzen Spieldaten auf dem PC und glaubt, da wird es einiges an Leaks geben. Wir wissen ja, dass das Gameplay eine Pre-Build-Version war. Wir wissen nicht, was uns am 16. konkret erwartet, wie das endgültige Spiel aussehen wird. Aber ich bin mir sicher, dass wir von Montag bis Mittwoch noch einige Leaks sehen werden. Ich versuche da nicht hinzugucken, es wird einen nur verwirren. Ich meine, es ist fast soweit. In dem Sinne, Leute, ich freue mich auf Mittwoch. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. Bis dahin, bleibt gesund und sauber. Hasta luego und hasta la vista.